Hallo und herzlich willkommen bei Invest and Grow. Mein Name ist Christopher. Ja, du kennst es vielleicht, du machst wöchentlich dein Research, du benutzt vielleicht auch Research-Tools, aber irgendwie fruchtet das Ganze nicht. Ja, die Nischen, die letzte Woche vielleicht gut aussahen, wo vielleicht noch nicht viele Designs drin waren in der Nische, die sind nächste Woche überlaufen. Das ist meistens das Problem der Research-Tools, denn viele andere drücken die gleichen Knöpfe in diesem Research-Tool und bekommen die gleichen Ergebnisse. Und um das Ganze so ein bisschen zu umgehen, habe ich auch mir in der Vergangenheit natürlich Gedanken gemacht und mir alternative Research-Methoden beigebracht, beziehungsweise auch zusammengesammelt von anderen. Und die möchte ich dir in diesem Video gerne mal ein bisschen nahe bringen, denn ich persönlich bin kein Fan dieser bezahlten Research-Tools und benutze zu 90% wirklich kostenfreie Wege. Ja, um das jetzt einfach mal zu zeigen, beginnen wir einfach mal mit ResearchBase. ResearchBase wurde oder ist unterstützt durch die Gruppe von Talk on Demand. Liebe Grüße an euch. Ich höre euch sehr, sehr oft im Podcast. Während ich zum Beispiel Research mache, kann ich euch sehr empfehlen. Link ist unten in der Beschreibung. Einfach mal zu deren Kanal, einfach mal vorbeischauen und ein Like da lassen. Ja, das ist ganz oft ja, so meine Startposition. ResearchBase. Hier starte ich ganz oft mal so eine Leerlaufsuche und ich gebe hier gar nichts ein in die Suche, sondern starte es einfach mal so. Und dann gehe ich hier ganz schnell so auf neu eingetroffen und schaue mir an, okay, was wurde neu hochgeladen. Und ich sehe hier oft auch schon ja, einen Bestseller-Rang und kann dadurch schon so ein bisschen einschätzen, okay, was wurde erst vor kurzem hochgeladen und verkauft sich schon relativ schnell. So. Die nächste Methode, die ich verfolge, ist Pinterest. Und zwar auf Pinterest ja, erstellen auch viele andere Content-Creator ihre Werke oder ihre Werbung und vertreiben natürlich ihren Shop oder ähnliches und machen eben auch hier Social Media Werbung. Und ja, das kannst du natürlich für dich nutzen, denn hier gibt es natürlich auch sehr viele Daten. Hier wird auch sehr viel geliked, das heißt, hier kommt es zu einem internen Ranking-System und hier könntest du zum Beispiel auch eingeben, lustige Männershirts. Nur mal so als Beispiel. Und dich so ein bisschen von diesen, ja, Wortwitzen in dieser Zielgruppe ja inspirieren lassen. Bitte kopiere hier nicht einfach Sprüche 1 zu 1 oder irgendwelche Designs 1 zu 1, sondern wie gesagt, schau dich einfach nur so ein bisschen um und lass dich inspirieren von den Sprüchen. Vielleicht kriegst du einen Spruch besser hin, vielleicht kriegst du einen Spruch in einer anderen Nische besser positioniert und findest etwas, womit du herausstechen kannst in der Masse. So. Das heißt, Pinterest definitiv auch so ein bisschen als, ja, große Bibliothek ansehen für neue Ideen. So, das nächste ist dann Creative Fabrica. Auf Creative Fabrica, ja, besorge ich mir eigentlich die meisten Fonts. Also ich habe hier auch ein Abo-Modell abgeschlossen. Aber du kannst dich hier auch kostenlos anmelden. Du musst auch nichts abschließen und du kannst dir auch solche Tools hier anschauen, wie zum Beispiel der Craft Club. Und hier, das funktioniert so ähnlich wie auf Wechsels. Und zwar stellen hier andere Leute sozusagen Anfragen an die Plattform, was denn die Plattform jetzt als nächstes hochladen soll oder produzieren lassen soll von ihren Designern. Und hier kommen auch sehr interessante Ideen, wofür die Leute an sich Designs nachfragen. Und hier kannst du auch mal so ein bisschen durchschauen und dich so ein bisschen inspirieren lassen. Auch ein guter Weg, ja, darauf bin ich erst vor kurzem gestoßen, durch Paddy. Der hat hier auch ein Video drüber gemacht und zwar über das Tool Shape Cloud. Auch sehr interessant, schaut gerne mal bei Paddy vorbei. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Genau, so. Der nächste, auch oft unterschätzte Weg, wie ich Research machen kann oder wie du auch Research machen kannst, sind einfach Facebook-Gruppen. Zum Beispiel zu Wortwitzen. Und zwar hier diese King of Karlauer kann ich auch sehr empfehlen. Jetzt mal kostenlose Werbung am Rand. Aber auf jeden Fall, wenn du hier mal in die Medien gehst und hier wird auch jeden Tag neues Zeug gepostet, das heißt, hier kommen auch richtige Wortwitze rum oder neue Memes und Puns. Und hier kannst du dich definitiv auch sehr gut inspirieren lassen. Was feiern so die Leute aktuell? So ein bisschen das Gefühl dafür bekommen. Oft komme ich hier zum Beispiel, ja, Fasan. Okay, kann man sich einfach mal anschauen. Ein schöner Wortwitz natürlich, aber vielleicht gibt es auch irgendwie, ja, Nachfrage nach Fasanen-T-Shirts oder Fasanenzüchter. Und ja, genau, das auf jeden Fall so als kleine Anregung. Das nächste ist eine bezahlte Seite und zwar nennt sich das Merchant Former. Die bezahle ich für 8 oder 10 Dollar im Monat, das ist relativ günstig
und ausnahmslos für den US-Markt. Für den UK-Markt und den deutschen Markt funktioniert es leider nicht so gut. Also ich gehe hier auf Produkt Research und dann auf Movers and Shakers. Und dann stelle ich mir das hier ein auf Monthly. Denn ich versuche immer Nischen zu finden, die natürlich so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Und ich gehe jetzt einfach mal hier drauf. Link ist natürlich auch unten in der Beschreibung. Und du siehst hier an diesem Graphen natürlich, wie sich der BSR über die Zeit entwickelt hat oder auch langfristig gehalten hat. Und ja, das ist eher so mein Ziel, auch mit meinen Designs, dass sie sich wirklich stetig verkaufen. Jetzt nicht diese überkrassen Designs oder überkrassen Nischen sind, die richtig viel Konkurrenz auch aufbauen über die Zeit, sondern auch Nischen, die so ein bisschen unpopulär sind, sage ich mal, aber sich trotzdem stetig immer wieder verkaufen. Und hier kannst du dich definitiv auch so ein bisschen inspirieren lassen. Gehe hier auch gern mal auf die nächsten 9 Seiten, also auf die 9. Seite zum Beispiel und bleib nicht an der 1. Seite hängen. Das würde ich wahrscheinlich auch auf anderen Research-Seiten machen. Bleib nicht auf der 1. Seite, weil ja, die 90% des Traffics, auch andere Leute, die eben Research machen, machen das meistens nur über die ersten 3 Seiten. Ja, wie auch normale Kunden. Und schau einfach mal über den Tellerrand und lass dich so ein bisschen inspirieren. So, das nächste, was ich dir sehr empfehlen kann, ist das Produktor-Dashboard. Und zwar ist es ja auch auf deiner Amazon-Seite, also auf deinem normalen Dashboard. Du kannst hier Produktor installieren im Web Chrome Store als Erweiterung. Und dann kannst du dir solche Eventkalender erstellen, also einstellen. Diese Raster kannst du alle selbst formatieren und einfügen. Und hier schaue ich auch ab und zu, wenn ich wirklich mal keine Ideen habe. Und dann schaue ich einfach mal auf den Eventkalender, was kommt jetzt eigentlich in der nächsten Zeit für Events auf mich zu. Hier auf dem amerikanischen Markt. World Soil Day, World AIDS Day. Also es gibt jeden Tag eigentlich irgendwas Besonderes. Und du kannst einfach mal überlegen oder schauen, gibt es dafür vielleicht eine Nachfrage. Dann das nächste ist auch eine riesige Plattform und auch sehr unterschätzt ist Reddit. Das hast du bestimmt schon ein bisschen öfter gelesen, aber du hast dich vielleicht noch nicht damit auseinandergesetzt. Dann sollte es jetzt die richtige Zeit dafür sein, denn Reddit ist unglaublich groß und du siehst auch hier die heutigen Trends zum Beispiel. Du solltest nicht unbedingt auf aktuelle News eingehen, sondern dir so anschauen, okay, was fahren die Leute eigentlich allgemein im Moment? Also in welche grobe Richtung geht das Ganze? Und hier gibt es auch sehr viele Memes und Subreddits, in die du einfach mal einsteigen könntest. Pass aber ein bisschen auf deine Mental Health, weil es geht manchmal richtig tief und du kommst auf Nischen, die sind ziemlich schräg. Ich gebe dir mal als Beispiel ABDL. Du musst es nicht mit googeln, sondern schaust dir einfach mal auf dem amerikanischen Markt an. Das wird geschrieben ABDL. Ziemlich schräg. auf jeden Fall. Ja, also pass ein bisschen drauf auf, wie tief du in diese Materien einsteigst, weil es kann manchmal schon ein bisschen, also ich zweifle manchmal so ein bisschen an den Menschen. Auf jeden Fall Reddit kann ich auch sehr empfehlen. So, das nächste, die nächste Plattform, die ich dir empfehlen kann, ist TeePublic. Ja, das ist so ähnlich wie als wenn ich auf Spreadshirt oder Redbubble auch mal Research mache oder direkt auf Amazon. TeePublic hat sich für mich auch so herausgestellt, auch für einen guten Content, also gute Designs, auch langfristig. Und hier kommen ab und zu auch richtig interessante Nischen für mich auf. Hier gehe ich auch einfach mal in die Leerlaufsuche und schaue mir an, okay, was ist derzeit so ein bisschen populär, was hat sich am besten verkauft und stelle das manchmal auch einfach nur auf neueste Designs ein und dann sehe ich, okay, was wurde jetzt vor kurzem einfach neu hochgeladen, was machen die anderen, weil die anderen Designer, die kümmern sich natürlich auch um den Research, ja, die forschen da auch nach, wonach könnte eine Nachfrage sein und das nutze ich eben auch sehr oft für meinen eigenen Research mit aus, sozusagen meine kleine Abkürzung so ein bisschen. Und ja, hier können auch sehr interessante Sachen bei rauskommen. Hier sind wir auch wieder bei French Bulldog. Und hier einfach mal auch auf die nächsten Seiten gehen. Nicht nur auf der 1. Seite hängen bleiben, sondern auch mal weiterschauen. Ja, also viele Angeln-Shirts, viele ja, Ugly Christmas Pullover, Nischen. Was ist das? Saitama Inu. Okay, kenne ich so noch nicht. Und ja, genau. Also lass dich so ein bisschen inspirieren. Das soll es auch zu TeePublic sein. Das heißt, auch viele neue Nischenideen. Das die vorletzte Idee, die ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben möchte, lautet Wechsels.
Und zwar, ich habe die Wechsels allgemein schon mal vorgestellt und es funktioniert dann am Ende auch so wie Creative Fabrica, dass ich hier zum Beispiel schaue, okay, was wurde denn vor kurzem hier hochgeladen, beziehungsweise angefragt an Wechsels, was jetzt für Designs erstellt werden sollen. Und hier siehst du auch so ein bisschen, was ist derzeit so ein bisschen im Trend, was wird oft nachgefragt, was wird oft hochgeladen und runtergeladen. Ja, du siehst hier die erst kürzlich hochgeladenen Designs. Und hier gibt es eben auch sehr interessante Sachen, die du dir hier so ein bisschen anschauen kannst. Und was du eben noch machen kannst, ist, viele Seiten bieten eine Art Blog an oder auch andere Content Creator bieten einen Blog an, in dem sie auch vorstellen und Tipps geben, welche Nischen oder welche Art von Design sich gut verkauft. Und wenn ich jetzt hier mal auf diesen ersten Blog gehe, dann wird hier zum Beispiel vorgestellt, okay, 23 T-Shirt-Designs, Ideen, die sich verkaufen. Und auch hier kommst du ganz oft zu irgendwelchen Ideen, die du vielleicht mal ausprobieren könntest oder die du einfach verbinden könntest. Ja, also dieses Cross-Niching. Hier zum Beispiel Burgen und Magic. Ja. Und also hier gibt es auch viele, viele Sachen, in die du einfach mal reingehen könntest und dich einfach ein bisschen inspirieren lassen könntest. So, dafür oder dazu zu Wechsels. Und jetzt die letzte Seite, die ich dir empfehlen kann, und zwar auch eine riesige Datensammlung an sich. Hier befinden wir uns auf YouTube. YouTube darfst du auch nicht unterschätzen, denn das ist natürlich auch sehr, sehr nah dran am Kunden. Also hier hast du auch dieses Kundenverhalten oder dieses Interessenverhalten von relativ großen Bevölkerungsgruppen, die eigentlich viel YouTube schauen, die auch tendenziell auch deine Zielgruppe sein könnten, je nachdem, in welchen Nischen du dich befindest. Und hier kannst du dich auch mal ein bisschen inspirieren lassen, was ist so aktuell in den Trends. Ja, hier gibt es verschiedene Trends wie Music, Live, Natur, Basteln, ASMR, Action. Kürzlich hochgeladen, du könntest anschauen, okay, was gibt es so für aktuelle Nachrichten? Klar, natürlich nicht irgendwie über solche Flüchtlingssachen irgendwie Designs machen, das versteht sich von selbst. Aber es gibt verschiedene Sportarten, Rennsport, Musik, Hobbys, Reisen, Länder, Geschichte so ein bisschen. Also du kannst hier wirklich querbeet gehen und dich auch mal so ein bisschen inspirieren lassen, was feiern die Leute so aktuell, was ist wirklich so im Trend. Auch so verschiedene Musikrichtungen, ja, welche Musikrichtungen werden gerade gefeiert? Und gibt es da nicht irgendwie einen lustigen Spruch dazu, zu Country Music zum Beispiel oder ähnliches? Genau, ich hoffe, das hat dir erstmal so ein paar Eindrücke gegeben und du hast vielleicht so ein paar Ideen aufschnappen können. Ja, gib mir gerne ein Like auf das Video, falls es dir gefallen hat, falls es dir wieder einen Mehrwert gegeben hat. Ansonsten bleib gern dran und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir noch gute Verkäufe im Q4. Bis dahin, danke, tschüss.